Ach ja, habe ich ja gesagt, die Jelinek. Tag, Elfriede. Wie geht's? Servus, Helge. Hallo. Mach das mal mit links. Ja, rechts nicht mehr. Geht nicht mehr so. Hör auf, bitte. Jetzt nicht diese politischen, ich habe keine Lust auf irgendetwas Politisches, auf irgendetwas Feministisches. Du siehst gut aus heute mal wieder. Danke. Die Frisur steht dir wirklich ausgezeichnet. Ja, so ist das immer. Ich brauche mir keine neue Frisur zu suchen. Elfriede. Helge. Warum bist du hier? Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich auch gar nicht hier. Ich bin zu Hause vom Fernsehen. Nicht? Ich meine, ich bekomme immer, Soziophobie, nicht? Aha. Ich mische mich nicht unter Leute. Ich hasse das. Du hasst Leute oder hast Angst vor Leuten? Ich hasse es, unter den Leuten zu sein. Ja. Ich kann es einfach nicht. Wie hast du denn? Es ist keine Frage von Hass oder Liebe. Ja. Ich kann es nicht. Ich konnte auch nicht zu meiner Nobelpreis reden. Ja, du warst ja gar nicht da. Ich war nicht da. Ich habe dich vermisst. Ich war zu Hause vom Fernsehen. Mhm. Und der Nobelpreis, ist er da? Ist er von selbst gekommen? Ist er dann nach Hause gekommen? Wie sieht das aus für so einen Nobelpreis? Ist das Geld? Du redest heute öfter über so Geld und solche Sachen, nicht? Interessiert ja, natürlich. Dich zur Zeit. Richtig. Oh. Ja, das sind natürlich 1 Million Euro, nicht? Aber man hat mir vorgeworfen, ich sollte es für Therapeuten ausgeben, nicht? Aber ich habe gesagt, nein, 1 Million Euro gebe ich bestimmt nicht für Therapeuten aus. Ich kaufe mir lieber ein japanisches Kleid. Ein japanisches Kleid? Ja, interessiere mich für Mode. Das ist Darf gut ich dich aus. Einmal anfassen? Du brauchst die Frauen nicht zu fragen, ob du sie anfassen darfst. Weißt du, das ist ein ungehütetes Geheimnis. Man braucht nicht fragen. Ja, man braucht nicht fragen, ja. Es ist so albern, im Fernsehen zu sein. Ich bin ja auch das gar stimmt. nicht hier. Ich bin nicht, du bist auch nicht hier, oder? Du bist ja zu Hause. Ich bin zu Hause vom Fernsehen. Elfriede, ich muss mich jetzt wieder anderen Gästen widmen. Aber wir sehen uns vielleicht noch. Ja, ich sitze später hier in ich der sitze Lobby. Zu Hause, ich schaue dir zu. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Tschüss. Tschüss, Papa.